Oh, da mal ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Kirby's Dream Land 3. Diesmal in Level 3. Das passt perfekt. Hier ist Chaos Sonic X 89 und... Keanu, hi! So, jetzt machen wir hier weiter und... Oh, wir dürfen was wahrscheinlich nicht berühren. Ich glaube, die Pilze dürfen wir nicht berühren. Ich habe einen Pilz gesehen. Wir berühren einfach gar nichts. Ja, ich fliege einfach nur. Hat trotzdem welche Fähigkeit. Ja, hey. Okay, du machst mich doch nicht nach. Du lässt dich zweimal treffen. Finde ich gut. Ich wollte nur die Fähigkeit nehmen. Ja, das sieht eigentlich so dumm aus, mein blauer Ball da. So, zack. Oh, beim Dashen aufpassen, dass ich nicht aus Versehen in irgendein Pilz oder Blume oder ähnliches rein dashen. Er kommt mit, er kommt mit, er kommt mit, er kommt mit! Also das Level ist jetzt gerade, wenn es um Bonusbedingungen geht, richtig hart. Das wird bestimmt auch härter, da bin ich mir sicher. Was ist das denn für ein Ding? Und die heutige Aufnahme hätte ich fast schon nicht machen können, weil so am Morgen hat einfach mal mein Internetrouter gesagt, ja, ich stürze einfach alle 5 Minuten ab. Wow. Ja gut, ich musste halt den mal einmal neu starten, dann hat es wieder funktioniert. Also ich was der wieder für Probleme hatte. Ja, Router, das so, komm her, ich will. Oh, da oben war irgendwas, das habe ich gar nicht gesehen. Okay. Stanny! So, ich weiß gar nicht, ob die einen Namen haben. Ich sehe gerade, wir haben nur noch 2 Leben. Die werden resettet? Ich dachte, du hättest gespeichert. Du wolltest doch so ein Ding safe machen, hast du doch gesagt. Ja, ich könnte laden, aber du müsstest mir das Level nochmal machen. Wow. Gut, dann... Hey! Aua, jetzt ist die Feuerfähigkeit weg. Naja, egal. Gut, so schnell verlieren die Leben auch gerade nicht. Maus im Bild. Ja, au, ich bin so dumm. Passiert Gott. Immer wieder auszusehen, weil ich irgendwie auf die falsche Taste komme. Na gut, bei mir ist ja nicht so schlimm, wenn ich down gehe. Ja, ich muss jetzt sehr aufpassen. Wenn ich das letzte Mal down gehe, ist das Leben weg. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich weiß nur, dass ich gerade als Stein rolle. Ach, da bin ich. Okay. Okay, das bringt nichts, ich dachte. Na toll, man verwandelt sich so langsam, ey. Nein, nein, nein! Scheiße! Der Blöde. Steinfähigkeit ist kacke. So, das nehme ich mal als Waffe. Wow! Okay, jetzt muss ich weg. Vielleicht machst du mich erwischt, bin ich weg. Ja, die habe ich schon, die habe ich schon. Gut. Deshalb habe ich meine Fähigkeit ja auch abgegeben. Was ist er denn? Er ist nix, okay. Da oben ist nichts. What the fuck? Alter, der kann ja Steine schleudern. Er kann nicht Steine schleudern, er schlägt die einfach so zurück. Ach so. Jetzt geh nicht so weit vor. Ansonsten kann ich dir nicht mehr helfen. Ja. Ja, jetzt hat die Kräfte die Valente, dann werde ich durch den Vogel getroffen oder hat durch den blöden Stein. Der schlägt den Stein immer in einen Bogen, wie halt ein Baseballspieler. Und... Da weißt du dann einfach am Boden bleiben, da wirst du nicht getroffen.
Also wie der jetzt, zack. So. Alter. Ja, den kriegt man noch schlecht. Boah, ey. Langsam gehen mir die Wolken auf den Sack. Ja, was... Ach so, Wolke ist weg. Fast so schlimm wie bei Mario Maker 2, wenn da die Japaner immer Gegner spammen müssen. Nur das ist noch harmloser, die Japaner können es noch schlimmer. Weil das eine gesamte Screen voll. Du solltest den fressen? Na egal. Ja, ich habe Mario Maker zwar auch schon lange nicht mehr gespielt, weil ich da auf das Update mit Freunde warte. Ja. Was ja auch irgendwie nicht kommen will. Weil ich schon die... Sorry, wollte ich nicht schon in der Hessen? Ja, ich weiß was, wie zu fressen gern. Okay, wir haben irgendwas nicht geschafft, na egal. Oder musste man die Blumen zerstören? Ich bin mir nicht sicher. Okay, also die Bedingung, die war jetzt verwirrend. Wahrscheinlich musste man die Blumen kaputt machen. Ja, diesmal, wenn ich sie nicht kaputt machen will, weil ich Angst habe, das wird dann wieder versaut. Toll. Toll. Okay, man bleibt in Sand kurzzeitig hängen oder wird langsamer oder wie auch immer. So. Brauchst du dich nicht mit dem rumärgern? So, willst du den haben oder? Ja. Nein. Endlich. Au. Der hätte dich so getroffen, wenn ich da jetzt nicht stehen geblieben wäre. Ich finde die Fähigkeit sehr viel besser als der Stein. Ein bisschen rutschen kann man dadurch auch noch. Ich will mal schauen, was kann die Eule, wenn ich mit Stacheln bin. Ach so, da kann ich auch wieder unten igelig sein. Aber irgendwie wird das Level fast ungeeignet. Ja, vieles ist ungeeignet für alles. Die mache ich schon alle kaputt, wenn ich da einfach runterfall. Ba 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 ba. Irgendwelche Sterne? Nö. Was ist das denn da? Ach so, das ist eine Spinne, okay. Da, 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 da. Ja, so viel dazu. Du auch gegen alles, was du siehst, ne? Okay, Hat das bitte hier zwei versteckte Türen, wenn das so aussieht? Ich hab keine Ahnung. Und wenn, dann kämen wir da eh nicht rein, weil die hier in der Wand drin wären. Okay. Dann stehen die irgendwo anders. Ne, hier jetzt auch nichts. Nein, nicht schon wieder. Au. Okay, Fähigkeiten noch sogar besser mit dem der Eule. Mann, warum gibt's hier keine Heilsachen? Ja. Bräuchten wir mal. Ein bisschen. Nein, nicht schon wieder. Aber diesmal bin ich... Chaos, nicht immer gleich ausrasten. Ich bin dir diesmal reingesprungen. Immer cool bleiben. Mach's einfach so wie ich. Oh Gott, so viele Türen.
Und man kommt nur durch eine einzige, und zwar die hier. Ba, ba, ba. Hm. Man braucht hier den Besen. Ja. Ich glaube, der allererste hat einen. Der hatte den Schirm. Ja, da. Da. Bitte sehr. Bedien dich. Ja. Nein, ich wollte nicht Johnny rein, ich wollte nur hoch. Hoch gehst du, indem du die Sprungtaste drückst. Okay. Ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass es okay ist. Unbegründeterweise gehe ich jetzt davon aus. Ja, also das ist fies. Damit rechnest du gar nicht jetzt. Ich entschuldige mich bei den Zuschauern, dass es gerade etwas lauter wurde. Chaos ist nämlich gerne laut. Hm. Nee, du, das ist eine Sache, die musst du wirklich noch lernen. Da musste man diese Böden dann wischen, die dreckig sind? Das kann gut sein. Das wird das erklären, also die mit Spinnen und mit den... Ja, das können wir jetzt eh nicht mehr schaffen. Hm. Hätten wir wieder zurückgehen müssen. Mhm, weil wir nicht mehr zurückkommen. Okay, der hat mir nichts gegeben. Ich will den da haben. Boah, nee, nicht schon wieder. Okay. Ja, jetzt hast du mich wirklich eingesaugt. Ach so, er macht nur... Das finde ich so Britzel. Doof. Ich dachte, ich bekomme jetzt einen Magiestab oder so für Fernattacken, aber nein, ich britzel mir nur wieder eins. Hm. Britzel mir nur wieder einen ab. Okay, das sieht komisch aus. Hm. Als ob ich dich einfach mal hochhebe. Das meinte ich eigentlich sehr viel weniger. Achso. Weil ich wollte auch noch sagen, genauso wie der Gesichtsausdruck in dem Moment. Ja, fliegt nur rein, ist gut. Okay, hier haben wir nichts. Okay. Hm. Ich hätte irgendwie den Verdacht, dass da vielleicht versteckte Türen sein können. Da nicht. Ost nicht rüberkommen. Da auch nicht. Das sieht mir ein bisschen strange aus. Nein. Hab jetzt okay. Nichts gefunden. Da stehen die einfach nur so sinnlos in der Gegend herum. Meinetwegen. Wenn sie meinen. Ja, du hättest früher kommen sollen. Maxi-Tomate, jetzt ist es ein bisschen zu spät. Aber ich nehme dich trotzdem mit. Mhm. Wow. Ich habe den Pfeil irgendwie abgewehrt mit meiner Elektrofähigkeit. Wow. Okay, dann muss man hier von der anderen Seite hoch. Au. So, erstmal dich britzeln. Ne, ich habe keine Geheimtür gefunden. Hm. Hier ist keine... Natürlich geht hier wieder der Boden kaputt. Ja. Seitdem die eine Geheimtür vorkam, bin ich jetzt so skeptisch mit verdächtigen Stellen. Schon. Boah, wie lang ist das Level denn noch? Also jetzt betreiben sie es mit der Länge ein bisschen.
schon. Die ersten Level waren alle kurz und das ist jetzt einfach mal mit der Länge fusioniert von allen Leveln, die zu kurz waren. Einfach allen ein bisschen davon. Ah, endlich mal ein Ausgang. Tut mir leid, aber ihr könnt deine Bitte nicht erfüllen. Weil wir wieder zu dumm sind. Ach, ein bisschen zu weit. Noch eins zu knapp, ey. Ich weiß jetzt auch schon langsam, wie man springen muss. Ein Ei. Eieiei. Eieiei, das kann hart werden. Moment, ich will. Ich hab meine Fähigkeit doch abgegeben, ey. Was für ein Bullshit. So, das ist auf jeden Fall meine Lieblingsfähigkeit in dem Spiel. Kann man noch am meisten mit anrichten. Wow! Au. Huhuhuhu. So. Ich denke mal, die Maus, die wird nichts bringen. Okay, wieder drei verschiedene. Da hinten ist dann noch der grüne Vogel. Ich möchte gerne wieder einen Vogel haben. Du hast doch einen Vogel, ey. Sag ich ja. Ich brauche auch zwei. Ich wollte eigentlich durch die Tür gehen. Wow. Okay, ich glaube, ich lasse den Vogel doch hier. Da kann ich die Igelfähigkeit nicht benutzen. Aber wie ich es will. Kein Rundumschutz. Na, das ist. Ich glaube, wir müssen die alle dann einmal berühren. Oh Gott, da durchzukommen. Auch etwas. Yo! Wie gesniped. Oh. Autsch. Aua. Jetzt habe ich die nicht gesehen. Ach Mist. Hey, ich will rein. Oh Gott. Das auch das noch. Das jetzt böse enden ja, könnte. Vor allem wenn jeder Boden. Doch nicht. Moment. Nicht. Die weißen Dinger da, die müssen wir, glaube ich, auch berühren, weil die werden zu Pflanzen. Was auch immer. Da gut. Siehst du. War vorhin noch ein. Ah, da war noch eins. Okay. Okay, die werden wieder zurückgesetzt, alles klar. Autsch. Alter, dann... du überfliegst all die Weißen. Ja, jetzt war ich in einer scheiß Position. Vogel ist übrigens jetzt auch weg und die Fähigkeit. Ah ne, der Vogel ist noch da. Wenn du ihn noch holen willst, kannst du es versuchen. So. Dann mach mal die da weg. Du bist hier der Stacheltyp. Oh, weg sind sie.
Hä? Oh Gott, wir müssen zählen, wie viele es waren. Ich glaube, es waren drei. Drei waren normal. Ein. Zwei. Aber was haben wir? Drei, sechs? Ich mach mal sieben. Dann mach ich mal. Sechs. Scheiße! Doch, richtig, du hattest recht. Doch? Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Das, wie soll man denn das so schnell zählen können? Spinnt der? Ich mach einfach vier. Ich habe keine Ahnung. Sieben. Das haben ah, shit. Ja, vor allem, die haben noch verschiedene Gesichter. Also, ja, das hat... Wir haben zwei, nee, anderthalb Sekunden vielleicht gesehen, was der von uns wollte. Oder wie, was da alles zu sehen war. Und dann sagt er, ja, hier, mach mal. Also, das finde ich scheiße. Ja. Das ist sogar da als Two-Player-Mode schwer. Da würde ich... Das ist Bullshit. Da würde ich sogar die Video-Wiederholung dann benutzen. Ja. Weil das sehe ich nicht ein für anderthalb Sekunden mit solch einer schweren Bedingung, das noch auf Pferd zu versuchen. Ich auch nicht. Was hat man sich dabei gedacht? Das ist Bullshit. Man hat diese Zeit gar nicht, um sich das anzusehen. Also Entwickler, wer auch immer ja, die damals die sehen, hat. Die sehen das nicht, die hören das nicht, die verstehen das nicht. Ja, die Idee einfach mal hatte. Er fand's wohl witzig. Ja, ich baue in meine Spiele auch immer unnötig unfaire Sachen ein. Ja. Ist ja nicht so, dass ich in Super Mario Maker 2 da einfach mal irgendwelche unsichtbaren Blöcke ganz am Abgrund hinstelle und die Leute damit verarsche? Das machst du? Was bist du denn für einer? Und ich hab dich gelobt. Das mache ich gar nicht. Das von mir war jetzt ein Bild. Was? Das von mir war ein Witz. Aber wenn ich gemeint sein kann, kann ich das gerne tun in Zukunft. Ach, oh, shit, ey. Mit Abschätzen, es klappt doch nicht so, wie ich es gerne haben das will. Das ist auch schwer. So, wie sieht die Zeit aus? 22 Minuten. Gut, dann beenden wir den Part und holen uns erstmal die Dinger hier. Ja. Also, wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. In der Zeit haben wir jetzt noch die drei Bedingungen angefangen mit der hier. Weil das wird noch das Einfachste sein. Also, bis gleich. Ja, ja. Man muss dann nicht Blumen zerstören. Gut. So, Bedingung 1 hinüber. Geschafft. Ah, shit, schon wieder zu weit. Aber wenigstens hast du das ja ab. Mhm. So, nächste Bedingung. Die wird auch schon so gut wie klar sein. Wir sind ja nur einmal durchwischen. So, und ich bleib jetzt da stehen. Weil ich weiß, dass das die Fake-Tür ist. Jetzt kommt dann gleich die Spinne. Und weg ist sie. Ja, jetzt haben wir es. Ich habe einfach nur Angst, dass man für die 100% die Bosse nochmal besiegen muss, wenn man alle Bedingungen schon hat. Das ist sehr wahrscheinlich. Ich habe irgendwas von Boss gelesen. Ja, dann müssen wir wahrscheinlich diesen Agro nochmal blättern. Weil der blinkt bei mir. So, wo ist die Tomate? Ach! Jetzt will ich mal weit fliegen und ich krieg's wieder nicht hin. Ich wollte eher das One-Up haben. Ich wusste, dass du das One-Up gehst, deswegen wollte ich auf die Tomate. So, und die letzte Bedingung haben wir jetzt auch erfüllt und ich kann euch sagen, ohne Video ist
die letzte Aufgabe fast nicht möglich. Jetzt bin ich zu blöd geschwungen. Yeah! Wenigstens die Maxi-Tomate. So, gut. So, dann ist jetzt auch Feierabend für das Video. Dann kann ich jetzt auch einen Speicherpunkt stellen, beschreiben. Genau. Und den lädst du dann beim nächsten Mal. Ja. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder, wenn es dann weitergeht in Sandland, oder wie auch das Gebiet heißt. Das war Chaosonic89 und Keanu. Mit Let's Play Kirby's Dreamland 3. Schaut doch das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Ciao. Tschüss.